Wir sind RWE, ich stehe mit dem Linus. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich war positiv überrascht. Also natürlich. Ich glaube, jeder sagt hier, der Verlauf war scheiße und natürlich, der Sieg wäre geiler gewesen. Aber Leute, wir spielen gegen den Zweiten der Liga, gegen Ingolstadt. Und und wir sind auch neu in der Dritten Liga. Und man kann jetzt hier auch nicht erwarten, dass wir hier direkt aufsteigen. Natürlich, Sieg wäre geiler gewesen, aber gegen den Zweiten, finde ich, haben wir uns sehr gut verkauft. Und ich meine, die letzten Spiele sind wir jedes Spiel froh, wo wir jetzt nicht 6 Dinger reingeknallt bekommen. Deswegen fand ich das Ergebnis am Ende doch sehr cool und zumindest einen Punkt mitgenommen. Mehr wäre cooler gewesen, aber vielleicht ist das Spiel auch so ein bisschen ein Zeichen, ein Wachrüttler für die nächsten Spiele, dass wir jetzt sozusagen aus unserer Flaute wieder rauskommen. Ich meine, das letzte Spiel war ja auch zumindest ganz okay, wenn man mal von Kreuzpatzer absieht und so weiter. Aber ich finde eigentlich, dass das eigentlich sehr schön war und dass RWE sich doch eher die Tendenz Richtung oben bekommt. Also ich sage auf jeden Fall, dass man auf dem Spiel aufbauen kann. Was sagst du denn jetzt im Hinblick auf Bayreuth? Ja, also Bayreuth, auch Neuling, hat noch nicht so gut gestartet. Auch nur ein Sieg oder so, oder 3 Punkte habe ich jetzt gesehen. Da müssen wir auch mal gucken. Und vielleicht kann man da wirklich nochmal Vollgas geben und vielleicht schafft man dann das über die 90 Minuten zu bringen, das Ergebnis. Erwartest du Änderungen gegen Bayreuth oder sagst du, dass man mit derselben Intention reingehen soll? Ja, also vielleicht gibt es ein paar taktische Sachen, die man ändern kann. Ich habe jemanden neben mir gehabt, der meinte so, Engelmann hätte länger spielen müssen. Natürlich sei es, aber ist auch nur ein Mensch. Also man kann jetzt auch von ihm nicht erwarten, dass er 90 Minuten totales Vollgas gibt. Also wenn er platt ist, dann muss man ihn auch rausnehmen. Aber vielleicht Engelmann noch ein bisschen mehr kommen lassen und nicht ganz so früh rausholen, aber sonst würde ich sagen, hat das gestimmt. Einfach aufbauen und sehen, wie es weitergeht. Entweder wir kommen aus unserer Scheißphase raus oder nicht. Und danach muss man halt in 2 Wochen, wenn wir jetzt wieder schlecht spielen, gucken, wo das Problem liegt. Aber ich würde sagen, erstmal weitermachen und erstmal genauso weitermachen wie bis jetzt. Sehr gut, dann danke ich dir. Wir sind hier!